Und ich denke, sobald wir drin sind, Unsere sollte es Truppen können erst durchaus die dann. Deckung nutzen, um sie selbst mit Pfeilen zu behaken. Wir können zwei Dinge tun, sobald wir drin sind. Entweder wir nehmen uns die Zeit, die beiden Tore zu sichern und unsere gesamte Streitkraft hereinzuführen. Oder wir sorgen uns darum, dass wir möglichst schnell an das zweite Tor und von dort aus in den Palast kommen und hoffen, dass die Nachrückenden uns den Rücken frei halten. Wir müssen uns aber für eins Ich von beiden denke entscheiden. nicht. Wir sollten definitiv alles säubern, dass wir niemanden im Rücken haben. Das Der denke ich Gegner auch. hat Sehe ich irgendwo, wo er auch so. entfliehen kann. Das sieht nach schmutzigem Straßenkampf aus. Aus diesem Grund sollten wir uns nicht darauf einlassen. Wir Wir können müssen. immer noch auf dem großen Gelände mit dem Palast. Dort haben wir zumindest ein bisschen mehr Freiraum, um auch die Raterei zum Zuge kommen zu lassen. Zumal wir den Ort Und nicht wenn wir kennen. irgendwo aufgehalten werden, sitzen wir zwischen zwei feindlichen Heeren und sie werden uns aufhalten. Ich Ich denke, wir denke können auch. mit ziemlicher Sicherheit damit rechnen, dass in diesem Aufweg oben zum zweiten Tor eine Barrikade errichtet wird. Sehe nicht, dass der Feind viel Raterei hat, die da schnell durch müsste. Wir sollten Und erstmal dort die könnte man das am unteren Rücken effektivsten frei stoppen. halten, die Stadt säubern. Beherrscht ihr nicht diesen einen Kantus, mit dem ihr euch in ein Tier verwandeln könnt? Ja, ich würde es aber ungern über dämonisch verseuchtem Gebiet machen. Vielleicht hat unsere Begleiterin mehr Mut. Welche Begleiterin? Die Arbeitsgeweihte? Ja. Meint, sie kann sich in ein Tier verwandeln? Ja, Ich das habe habe ich doch schon zumindest erzählt. sowas. Ich Hab das habe ich doch schon erzählt. schon gesagt, dass ich in eine Wehrhahn geflogen bin. Aber mir, du müsstest besser zuhören. Und wenn ihr Wilhelm geflogen seid, habt ihr Erfahrung darin, nicht abgeschossen zu werden, ja? Wärt ihr denn wohl bereit, hier einen Flug zu machen, damit wir sehen könnten, wo sich Truppenteile verschanzt haben? Also, wenn ich das richtig verstanden habe auf der Reise, dann ziehen wir jetzt gegen den nächsten Tagesherrscher und das vor Werheim war wohl auch einer, oder? Und vor Wilhelm wurde er aber entfesselt, während Ja. dieser hier noch nicht gegen uns zum Einsatz kommt. Also, der hat mich schon an den Rand des Todes gebracht, aber wird's tun. Wenn ihr euch damit nicht zu sehr in Gefahr begebt, ich denke, als Vogel sind eure Augen dann ja auch sehr scharf. Vielleicht könnt ihr auch aus einiger Entfernung schon etwas sehen. Naja, ich bin kein Falke, sondern sowas wie ein Paradiesvogel. Das ist hilfreich. Das Das kenne ich sind nicht. in diesem Sowas habe ich noch nie Landstrich, glaube ich, gegessen. noch ein klein wenig unauffälliger. Ein süßer, kleiner, bunter Vogel. Echt? Der schmeckt süß? Ich meine, er ist schön anzuschauen. Ach so, okay. Nicht unbedingt klein. Hab noch nie einem Pfeil des Lichts eine Backpfeife gegeben. Ihr solltet es versuchen. Es macht großen Spaß. Ist das eine Herausforderung, euer Gnaden? Hey, wir sind jetzt hier wegen anderen Sachen. Warte, stopp, Reiß euch welchen mal Gnaden meint zusammen. sie jetzt? Euer Gnaden Ukurian. Dachte, ihr meintet mich. Selbstverständlich. Selbstverständlich nicht. Es steht über der derzeitigen Situation, uns in Zweikämpfen zu ergeben. Ich freue mich, dass ihr manchmal doch auf unsere Mutter Hesinde hört. Sollten wir allerdings wieder in Gareth sein, können wir die Sache gerne noch einmal aufleben lassen. Zum Punkt. Wenn ihr euch hinreichend fähig fühlt, wären wir euch sicherlich sehr verbunden und gerade die Männer, deren Leben ihr damit rettet, sehr dankbar, wenn ihr uns mehr Informationen beschaffen könnt. Ja. Aber befehlen will ich es euch nicht. Aviander wird dann auch vom Pferd absteigen und ein paar Meter gehen und während sie geht, breitet sie die Arme aus, macht so ein paar flatterhafte Bewegungen und ihr könnt sehen, wie sich wohl ihre sehr bunte Gewandung, Gestalt, sie hat ja auch dieses tudamidische Seidengewand an, Turban hat sie nicht auf, aber ihr könnt sehen, wie sich das wohl dann an ihren Körper anschmiegt und sich dann nach und nach verwandelt in einen Paradiesvogel, der sich dann erhebt und in einem großen Kreis dann über diesen Stausee hinüberfliegt und dann zumindest über diesen Anbau kann sie dann rüberfliegen. Über das Insanctum selber, das wird sie vermeiden. Sprich, sie fliegt an dieser Staumauer entlang und wird dann hier sehr hoch dann einmal spähen. Nach 10 Minuten kommt sie wieder und kann euch berichten, dass es laut ihren Augen noch Mannwider in den Häusern selbst gibt, die nur darauf warten, dass ihr einreitet. Sie vermutet auch noch weitere Mannwider innerhalb des Palastes, aber was sich da im Inneren abspielt, wird ein Mysterium bleiben.
Konntet ihr Barrikaden auf den Straßen ausmachen? Vor allem dann in dem Gebiet, wo es dann die vielen Meter nach oben geht. Das ist dann sowas wie eine Hauptstraße, würde ich sagen, und da haben sie dann provisorische Barrikaden aufgestellt. Außerdem, das muss ich betonen, haben sie wohl einige nackte Menschen, also kahl geschoren, mit Eisenringen um den Hals und um die Arme auf die Straßen gebracht, die sie dann als menschliche Schutzschilde benutzen. Wenn wir also einfach einreiten, dann werden wir sicherlich auch Zivilisten töten. Mir fällt gerade eine Sache ein. Wir haben doch diesen Stausee. Können wir mit dem nicht einfach die Stadt fluten? Mit der Stadt fluten wir allerdings auch unseren einzigen Zugang. Weil die Mauer müsste die Stadt eigentlich schützen. Wir fluten nur die Felder und unsere Position. Ich weiß nicht. Die Tore sehen nicht unbedingt stark genug aus, um dem Stand zu halten. Ich bin allerdings kein Architekt. Ja, und wenn sie nicht stark genug sind, um dem Stausee standzuhalten, dann werden auch diese Gefangenen ertrinken. Das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Nun, derzeit sind die Varianten, dass die Gefangenen ertrinken oder überritten werden. Außerdem hattet ihr doch selbst gesagt, dass hier mit allerlei Einfluss und derlei gearbeitet wird. Vielleicht sind die Gefangenen gar keine Gefangenen, sondern, naja, geheime Verführer. Ja, wir müssen definitiv davon ausgehen, dass viele von ihnen Feinde sind, die sich nur unter ihnen verstecken. Hier stehen aber sie wir können davor, versuchen, die feindliche Strategie gegen sie einzusetzen. Was sagt er? Ich sagte, wir stehen sehr kurz davor, sehr viele gute Krieger in ihren Tod zu senden. Auf ein paar Zivilisten mehr oder minder können wir nur Acht nehmen, wenn es sich günstig ergibt. Sind diese Felder eigentlich höher als die Stadt, oder? Ein bisschen tiefer, also wenn... Du kannst das ja hier auch an dieser Bruchkante erkennen, dass es sich dann hier durch das Wasser, sich da so ein Bächlein durchgefräst und dann links und rechts kannst du dann die Felder erkennen. Also das sind vor allem Gewürze und dann an den Wein hängen an den Bergen und vor allem in dieser Richtung dann, ja, Wein. Weil hier dann Gewürze und irgendwelche Orangenbäume oder was man eben so braucht. Teilweise auch Drogen, Chiriacha, was da angebaut wird, Kaktusse. Und wenn... Kakteen. Und wenn diese Mauer... Tun wir einmal so, als könnten wir diese Mauer vernichten. Wasser würde dann das Tal fluten und dann hinfortfließen, nicht wahr? Mhm. Also könnte man doch danach vielleicht unter Umständen direkt hinauf in den Palast reiten. Durch den dann leeren See. Wenn er nicht so steil ist. Aber wie lange dauert das? Vielleicht eine Stunde? Vielleicht einen Tag? Vielleicht eine Woche? Ich vermute zu lange. Aviander, wie schätzt ihr denn diesen Stausee ein? Also ist er sehr steil dann, wenn man ihn sich ohne Wasser vorstellen würde? Also wenn ich das richtig einschätzen kann, dann werden das wohl 20 Meter sein, die es da hochgeht. Dementsprechend viel Wasser wird da drin sein, aber ich kann jetzt nicht so gut rechnen, dass ich weiß, wie viel, ich glaube man sagt Kubikmeter, oder? Da ist eine ganze Menge Druck hinter. Die Karte 1 zu 1? Ja, ich muss gerade mal schauen. Ist jetzt 1 zu 1, oder? Reinzoomen. Das würde die Tore 4 Meter breit. Ja, genau, 4 Meter. Das ist genau das, was ich habe. So hat der See von der Mitte bis zum Ufer 60 Meter. Bei 20 Schritt Höhe. Während das 3 Meter Länge für einen Schritt Höhe. Er scheint mir nicht unüberwältigbar, aber wenn man bedenkt, dass der Boden nass ist für die Reiterei, absolut ungeeignet. Und der See ist an 20 Meter tiefer, wir kommen trotzdem nicht da hoch irgendwo. Denke ich auch, das ist zumindest für größere Mengen an Menschen nicht praktikabel. Nur eine kleinere Menge können wir sie mit einem zurechtgezimmerten Floß nachts hinüberschiffen. Vergessen wir das also erst einmal. Also wie gesagt, Helden können natürlich auch immer rüberschwimmen, das geht, ne? Oder dann auch irgendwo, also hier kann man sich dann nicht bewegen. Hier oben geht das auch irgendwie sicherlich drauf, da müsste man dann die Zugänge oder sowas dann zu benutzen, aber also die 100 Mann können das nicht erstürmen, aber 6 Helden, das geht immer. Ja, also müssen wir trotzdem irgendwie diesen Angriff planen, denn es ist egal, ob wir die Mione abstechen, wenn danach die anderen haben schon recht in der Stadt voller Krieger stehen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie sich ergeben, wenn ihre Heptarchin tot ist. Wir könnten wie tatsächlich gangbar versuchen, die feindliche Strategie gegen sie einzusetzen. Sie wollen uns in einen blutigen Häuserkampf verwickeln. Nun, warum sollten wir zu ihnen kommen, anstatt sie zu uns zu locken? Wir könnten die Stadt in Brand schießen.
Haben wir denn Wenn sie glauben, dass sie uns umzingelt haben, dass wir uns in den Rücken fallen können. So sollte die drauf hereinfallen, also. So, besser noch Position. Ja, was heißt, wenn sie glauben, dass sie uns umzingelt haben, dann werden sie uns wahrscheinlich auch umzingelt haben. Haben sie überhaupt schon Kriegsgerät dabei? Das ist, wenn wir genau das symbolisieren. Wenn wir genau das symbolisieren, dass sie uns umzingelt haben, dass sie ausfallen können aus ihren Verstecken, aus ihren Befestigungen. Wie willst du das simulieren? Dann können wir sie außerhalb ihrer Befestigung bekommen. Wie willst du das simulieren? Wir verstecken uns selbst in den Häusern. Ihr könnt gerade sehen, wie Arkos Schar dann auf euch zukommt, während ihr gerade diskutiert. Ihr diskutiert auch gerade über deren Plan. Kurzer Hinweis, wir wissen ja, dass diesmal vor einigen Jahren eine Raya-Befestigung war und dementsprechend wissen wir auch, wie die Stadt mal aufgebaut war. Es sollte eigentlich einen geheimen Zugang geben. Den können wir zwar nicht mit viel Reiterei und mit viel Mannstärke einnehmen, aber eine kleine Kommandomission könnte sicherlich dann durch die Tunnel nach oben dringen. Das würde dann allerdings ein bisschen Zeit kosten, aber machbar wäre es. Nur für diese Information, es gibt in der Mitte der Stadt an den Klippen gelegen, gibt es eine Schule. Und dort in einem Hinterhof könntet ihr dann an einer Taverne vorbei in eine Höhle vordringen, die als Fluchttunnel geplant ist. Also ein bisschen versteckt, aber von dort aus könntet ihr dann auch nach oben vordringen, wenn meine Schwester diesen Zugang nicht versiegelt hat. Aha. Also hier. Und dann würde es sehr viel Sinn machen, wenn wir mit einem kleinen Trupp an dieser Seite der Mauer einen Zugang schaffen und dann sehr schnell vorstoßen. Habt ihr schon euch überlegt, inwiefern wir die 100 Mann benutzen? Und ein Scheinangriff, um sie von der eigentlich beabsichtigten Angriffsstelle vorzulocken, ist auf jeden Fall die favorisierte Option derzeit. Natürlich nicht mit allen Männern, aber mit vielen. Die Tore werden wir sicherlich aufbrechen können. Vielleicht zu zwei Seiten, wenn ihr meint, dass dies möglich wäre. Wirklich stabil sehen die nicht aus, aber wir werden sicherlich einige Verletzte bekommen, wenn sie uns mit ihren Schützen behaken können. Wie hoch sind die Wälle? Wälle sind ungefähr 4 Meter hoch. Haben wir irgendwelche Kriegsmaschinen dabei? Natürlich nicht. Dies ist ein schneller Eingreiftrupp. Nun, Boltax, ihr seid doch Zwerg. Ihr könnt auch sicherlich irgendeine Art von Rambo konstruieren. Einen Baum nehmen und gegen die Tür hämmern. Das kriegen wir auch hin. Ja, danke. Das war auch, ja. Wie gesagt, die Türen bekommen wir irgendwie auf. Nur, es wird einige Zeit dauern und wir werden einige Verluste bekommen. Ja, was denkt ihr denn, dass ich jetzt einen Amboss und einen Hammer aus meiner Tasche ziehe und anfange, einen Rambock zu entwickeln? Ich bin mir sicher, Albrax könnte das. Ich werde mich wieder mit meinen Visieren und mit meiner Frau verständigen, inwiefern wir diesen Angriff führen oder nicht. Wenn ihr noch eine zündende Idee habt, dann kommt gerne zu uns. Ansonsten werden wir diesen Angriff reiten, wenn ihr bis dahin nichts habt. Und ich wollte euch nur die Information geben, dass es in dieser Schule die Möglichkeit gäbe für euch, falls ihr sie nutzen wollt. Ja, Euer Majestät, eine Sache noch. Ihre Gnaden Aviander erzählte, dass es in der Stadt Mannwidder gibt. Das sind Daimonide, die recht triebhaft sind. Möglicherweise könnte durch einen Götterdienst an der schönen Göttin die dazu gebracht werden, sich auf uns zu stürzen. Also, dass sie die Tore selbst öffnen und sich dann hinausbegeben. Bin mir nicht ganz sicher, inwiefern. Segen vor den Horn. Wie ist denn da die Reichweite? Wie weit spüren denn solche Kreaturen unsere Gebete? Unseren Singsang? Meines Wissens nach gibt es keine wissenschaftlichen Forschungen darüber, wie weit sie spüren können. Also allerdings. Doch. So ein Singsang wird doch sicherlich gehört werden von ihnen, oder? Ich denke wenn auch. Und es gäbe ja durchaus die Möglichkeit, ich weiß nicht, den Silenzium umzudrehen. Damit wäre die Musik sehr laut. Könnt ihr das? Ja, ich habe dieses Umdrehen noch nie versucht, aber mindestens beherrsche ich beide Zauberformeln. Eine also interessante es wäre Idee. Eine Möglichkeit. Dann locken wir zumindest diese Daimoniden raus und all diejenigen, die sich auch dazu herablassen.
wir sollten dann vielleicht nicht die gesamte Stärke unserer Truppen zeigen, sondern nur einen kleinen Trupp. Was auch immer ihr vorhabt, ihr solltet euch beeilen. Ansonsten werde ich, wie gesagt, mit meinen Bemühungen und Bestrebungen diesen Angriff selbst leiten. Machen wir einen einfachen Plan, ja? Also, wenn er weg ist, fange ich dann an zu reden wieder. Machen wir einen einfachen Plan. Arkhaus und seine Männer brechen das Tor ein, bewegen sich entlang der, nennen wir es mal Hauptstraße, entlang der Hauptstraße bis zu dem Aufgang und schneiden von da aus die Truppen ab, die sich auch in den Palast zurückziehen wollen. Gleichzeitig brechen wir hier hinten an dieser Stelle die Mauer ein, schlagen uns zu diesem Geheimgang durch und können von dort aus in den Palast eindringen. Im Palast selbst sollten wir dann nur noch mit der Wachmannschaft klarkommen müssen, während Arkhaus von unten die Verstärkung zurückhält. Interessant, gefällt mir. Ich würde noch gerne den Truppen sagen, dass sie etwa hier eine Barrikade errichten sollen, damit sie erst einmal ein bisschen Luft haben und auch wir. Und damit sie einen Rückzugsweg haben, falls die Sache schief geht. Genau. Idee. Gute Idee. Das klingt vernünftig. Dann müssen sie auch gar nicht diesen Aufgang erstürmen, der vermutlich auch der am schwersten zu erklimmende ist. Also machen wir es folgendermaßen. Truppen gehen bis zu dem Punkt, den ihr hier gemeint hattet, und ziehen sich dann wieder zurück, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und einige Minuten, vielleicht sagen wir 10 Minuten später, starten wir von der anderen Seite unseren Angriff. Denn die meisten Verteidiger sich bereits in Richtung des Aufgangs orientiert haben werden. Gut. Sollten wir dann vielleicht... Wie sollen wir die Mauer überwinden? Nun, ich dachte, mit eurem... Wie auch immer ihr es noch gleich genannt hattet, könntet ihr ein Loch hineinschlagen. Das wäre aber relativ laut, wenn wir still vorgehen wollen. Dann könnte ich gerade noch von diesem Stille Zauber gesprochen. Richtig, der uns auf dem Schiff so geärgert hat. Ja, das kann ich machen. Wenn wir uns schon auf eure Kriegsmagie verlassen müssen, dann sollte sie wenigstens auch effektiv sein. Kann er sich einfach nur durch das Element transportieren? Das würde aber viel größere Anstrengung kosten. Ach, so eine Mauer kriegen wir doch auch so mit dem Hammer des Magus eingeschlagen. Ja, das wäre noch einfacher. Und ich weiß ja nicht, wie es um euch bestellt ist, aber 4 Schritte sind jetzt auch nichts, was man mit einer Leiter nicht erklimmen könnte. Also, ich kann sehr gerne für die notwendige Stille sorgen. Dann müssen wir auf den Einbruch der Dunkelheit warten. Und die genaue Ausführung des Angriffs überlassen wir dann Arkhaus, ob er das Tor einbrechen will oder ob er durch die Mauer erklimmen will. Das wird er wohl wissen. Könnten wir nicht auch die List des Hafax anwenden, mit diesem Bogenrad? Erklärt. Nun, Hafax, er hat uns auch immer erklärt, dass man ein Boronrad in der Nacht vor der Stadt entzündet, um den Verteidigern klarzumachen, dass sie bald zu Boron gehen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das sind nicht unbedingt sehr gütergefällige Menschen. Ja, und nicht alle, dass sie denken, dass sie zu Boron gehen. Andererseits, wenn sie wirklich glauben, dass wir Hafax sind, machen sie sich vielleicht in die Hosen. Genau. Und handeln unüberlegt. Es ist eine Sache, sich hier auf Kriegsmagie zu verlassen, aber eine ganz andere, sich für Hafax auszugeben. Ich denke, wir können nicht beide Varianten benutzen, das Gebet und die Hafax-List. Dies kommt noch dazu. Richtig. Ich denke, das Gebet ist besser und zielt mehr auf ihren erzdämonischen Aspekt an. Ich stimme Karin dazu. Diese Mann wieder werden in den engen Gassen ganz ordentliche Probleme machen. Wenn wir sie aus der Stadt größtenteils entfernen können, wäre das ein großer Vorteil. Richtig, wenn sie erstmal niedergeritten sind, machen sie uns auch keine Probleme mehr. Also, der umgekehrte Silenzium. Habt ihr genug Zauberkraft, um all dies zu bewerkstelligen? Naja, wenn ihr das Ganze einreißen wollt, wäre es schon sinnvoller, wenn ihr das mit dem Hammer des Magus tut. Ihr könnt aber trotzdem währenddessen unsere Geräusche verbergen, ja? Das werde ich, aber dann kann ich natürlich nicht auf der anderen Seite sein, während die anderen gerade die Gebete machen.
Der Plan war, dass wir erst dieses Gebiet machen, sie hinauslocken, sie dann niedermachen und dann den Angriff starten. Ach so, ja gut, das kriege ich hin. Kann mich nur nicht zweiteilen. Gut, dann seid ihr soweit. Und gehen wir Markus den Plan zu unterbreiten. Ja, ich muss nur mal kurz lesen, wie der Versalis nochmal genau funktioniert. Ihr möchtet also mit einem revisalisierten Silenzium die Gebete verstärken und die leftanischen Krieger, die Mannwidder herauslocken, um zumindest die Einzelkampfkraft zu vermindern, um den Häuserkampf zu vereinfachen. Und dann wollt ihr, wenn das geklappt hat, in einer Kommandomission durch die Schule durchbrechen und den Palast einzeln stürmen. Richtig. Und genau. Dass ja die meisten Truppen, die den Palast zurückziehen können, ablocken kann. Gut, das Gebet werdet ihr bekommen. Kann natürlich ein profanes sein, lautes Gebet, lauter Singsang. Da werden sich dann alle beteiligen, die dann hinter der Hügelkuppe sitzen. Und mit einem reversalisierten Silenzium müsstet ihr dann die Mannwitter zumindest hervorlocken. Ja, was sagst du? Ich mach tatsächlich einen Harmoniesegen draus. Gut, alles klar. Dann... einmal den Reversalis. Jetzt hat es doch genutzt, dass ich den gesteigert habe. Ich lasse mir natürlich Zeit. Also, kannst du das beim Reversalis? Zeit lassen kann man doch immer, oder? Das steht bei den Varianten dabei. Nein, die kann man nicht. Zauberdauer ist Modifikation und Variante. Also, ja. Ja, Modifikation, Varianten, so machen wir mal. Genau. Ja, deswegen die Frage. Ja, also, ja. Achso, ja, klar, natürlich. Lasse ich mir Zeit und dann mal schauen, ob mir der Reversalis gelingt. Ja, schaffe ich. Und jetzt der Silenzium und ich stecke in den Silenzium selbst. Ja, mal 4 ASP. Verzwingen? Zwingen oder für die Größe oder was macht die? Was macht die ASP? Dauer und also Volumen, das ich einfach reinpacke. Also wie lange der Zauber. Wie ist denn die Reichweite? Da muss ich gerade im Silenzium Schweigekreis. Der 4-Schritt-Radius. Genau. Ja, das hilft euch einen Affen. Müsstest du halt schon ein oder zweimal vergrößern. Also 140 Meter, das ist so das, was cool wäre. 100 Meter wären sonst die Alternative. Also lass mich kurz gucken, warte. Das gleich. Ja, wir gehen von ZFW Schritt auf ZFW mal 3 Schritt auf ZFW mal 7 Schritt. Wie hoch hast du den Silenzium? 12. Wenn du ihn also zweimal vergrößern könntest. Ja. Würdest du ihn auf 12 mal 7 Schritt hochkriegen? Geht es nicht in Reichweitenklassen? Das sind 84 Schritt, ja, das sehe ich in die Klassen. Ja, 84. Oder wenn du noch einen größer gehst, ist Horizont. Frag mich nicht, wie das dann funktioniert. Okay, wie ist denn die Modifikation für zweimal Reichweitenerhöhung? Zweimal 5 oder 7 jeweils. Genau. Jeweils 5 TP für eine Reichweite. Das sind dann, bleiben dir noch 2 Punkte übrig. Oh. Ja, dann geschafft. Da die Wirkung nicht von den ZF4 Sternen abhängt und du noch einen Chip hast. Ja, dann nehme ich den Chip und mach das so. Du brauchst den Chip doch gar nicht, oder? Nö. Wir wissen es noch nicht. Ja, also... Ja, wieso? Der Silenzium ist doch schon gewürfelt. Ach, hätte ich schon... Okay, das habe ich nicht gesehen. Sorry. Hat, ja, genau. Also dann bleiben nachträglich bleiben dann noch 2 Punkte übrig. Jo. Also das nachträgliche Modifizieren lasse ich zu, weil du bist einfach clever genug. Du weißt, dass der Silenzium sonst halt nicht weit genug reicht. Aber guckt euch halt die Karte an. Ja, da habe ich tatsächlich dran gedacht. Ihr müsst ja die ganze Wirkung Stadt beschallen, damit ihr jeden Mann wieder rauslockt. Die Wirkung hängt im Übrigen nicht von den ZFB-Sternen ab, glaube ich. Ja, cool. es muss ja nur laut sein, erstmal. Der Reversalis Silenzium steht ja auch dabei. Macht laut? Ja, genau. Ja, gut. Das ist alles, was da steht. Ja, okay, genau. Gut, dann bekomme ich jetzt von Kiaras einen Harmoniesegen. Ja, aus 100 Mitbetende. Wunderbar, ich möchte zweimal aufstocken. Ich einmal auf Zeit aufstocken und einmal auf Personen aufstocken, damit ich 10 Leute treffen kann. Ich würde es nochmal aufstocken, aber geht leider nicht. Also die 100 Helden, Mitbeten ist ein minus 5. Die Helden und die Leonora und Argus. Genau, plus 2 wegen der Aufstockung. Minus 2, weil ich in Harmonie handle. Weil, naja. Sind wir schon in einem Unheiligtum oder nur beeinflusstes Territorium? Beeinflusst.
Dann plus 3. Handle ich in göttlichem Auftrag? Jetzt ja. Minus 7. Das ist eine Skala, das ist nicht immer minus 7, es ist bis zu minus 7. Bis zu minus 7, ja. Wie viel? Puh, ja, Mensch, also du bringst jetzt halt die Heptarchen, oder ihr wollt die Heptarchen von Bakelel aufhalten. 7. Ja, und minus 1, weil wir im Raya-Monat sind. Dann ich, auch wenn ich den Bola Bakelel seid ihr. Kann ich auch, nein, wenn Raya. Ich den Harmosisigen nicht kann, da meine LKP-Sterne hinterstellen? Ja, klar. Dann aber nach Akolutenregeln, also einen für 5, ja. Genau. Okay. Diese Probe ist nicht modifiziert. Und wie gesagt, die 100-Bit-Beten, dann hast du ja auch nochmal. Du bekommst 2 LKP oben drauf. Wichtig, keine Erleichterung, das sind echte Dirty-Kenntnispunkte. Wenn ihr singen und tanzen habt, könntet ihr auch nochmal mit dazu schmeißen. Also alle anderen können da helfen. Ich verzichte dankend. Okay, mal gucken. Ach, ich bin ja gar nicht Rafim. Ich hatte singen und tanzen jeweils nur. Aber wir tanzten flott und Walzer über den Dreck. Tanz seinen Namen. Nee, ich bin am Zaubern. Das Tanzen überlasse ich den anderen. Gut. Dann die Liturgiekenntnis von... Kriege ich noch einen Punkt von dieser Runde drauf? Nee. Ja, doch einen. Oh. Ja, doch einen. Komm. Komm, ich habe so schön getanzt. Wenn sie den schon... Ja, wenn sie schon... Wow, echt? Also das sind 17. Ja. Moment, das müssen 18 sein. Wieso spielen wir da nicht 18? Warte, warum 18? Ja, wenn plus 2 von dir, plus 1 von Iserun. Ist es von Iserun echt oder eine Erleichterung? Eine Erleichterung. Okay, dann gut, dann 17. Dann sind wir jetzt für 17 Stunden geschützt. 10 Personen. Ich habe natürlich Eleonora und Darkus dazu gepackt. Und wir haben jetzt einen Schutz von LKP Stern plus 5. Eryptimione. Das sind 22 Punkte. Was nochmal? Also. Also. Ich habe aufgewertet zweimal. Dadurch ist die Wirkung von LKP Stern halb, ja, auf 17 LKP Stunden. Stern plus 5. Ja, 17 Stunden. 17 Stunden lang gilt das, weil ich die Zeit aufgewertet habe. Und was kriegst du dazu? Auf 10 Personen. Wir bekommen 22 auf alle Proben, auf Mut, Charisma und Intuition. Erleichtert vorhandene schlechte Eigenschaften um 22. Also die Mutprobe wird nicht um 22 erleichtert. Wenn in einer Probe Mut drin ist, dann minus dies auf die Talentprobe, ne? Nee, haben wir nie wirklich definiert. Eigentlich ist es genau andersrum, glaube ich. Du kriegst keine 22 Erleichterungen auf Mut, nein. Wenn Mut in dieser Probe drin ist, dann bekommst du 22 Punkte Erleichterung auf diese Talentprobe. Hey, wenn du das so handhaben willst, gerne. Mut, Charisma und Intuition sind um LKP Stern plus 5 erleichtert. Gut. Dann könnt ihr erkennen, wie ihr singt und harmonisch tanzt. Kiaras sitzt dann zu seinem Harmoniesägen an und nach grob einer Minute könnt ihr sehen, wie der allererste riesige Mann wieder über die Mauer springt und nach wenigen Sekunden ihm dann 3, 4, 5 andere folgen, von verschiedenem Aussehen. Teilweise sind sie auch sehr ansehnlich, fast rajanisch hübsch, gebräunte Männer mit Muskulatur und sehr trainierten, durchtrainierten Körpern, wären da nicht die Hörner auf ihrem Kopf, die aus ihnen dämonisch herauswüchsen. Und während sich die Männer dann bereit machen, hinter den Wellen, hinter dem Hügel darauf warten, könnt ihr dann sehen, wie sie zerschellen an den 100 Kriegern, Kriegerinnen, den rosanen Kämpfern, den von Eleonoras Leibgarde. Aber ihr seht trotzdem, wie sie fiese, fiese Wunden reißen können. Auch das, denn der Harmoniesegen hat natürlich die Männer und Frauen nicht beschützt, sondern nur euch. Und exemplarisch kann ich euch das demonstrieren an dem großen Sklaventod, den sie führen. Ich hatte bereits angekündigt, dass sie mit dem großen Sklaventod und einer Körperkraft von 23 machen sie 2W6 plus 9 Schaden. Ihr Mut beträgt 24, dementsprechend stellen sie sich auch in ihrer Unterzahl den 100 Mann und zerfetzen und zerreißen und zerbeißen, bis sie dann selbst sterben. Ich war übrigens noch nicht ganz fertig. Auch die Wirkung von
Einfluss- und Herrschaftszaubern wird für die Wirkungsdauer um 22 gesenkt. Das ist auf alle Fälle sehr hilfreich. Damit kann ich mir die ganzen Dämonen im Inneren schenken. Sorry.